Jo. Okay, ich glaube, ich habe einmal getroffen. Komm, beiß. So, lass mich irgendwas treffen. Warum zucken die immer so doof hin und... Lalala, ich habe Zeit. Ist alles gut. Da ist keine weiße Tür, wohinter ich Gott werden könnte oder so. Das interessiert mich kein Stück. Jo. Also ich treffe. Ich verursache Schaden. Auch wenn es nicht so viel ist. Na doch, ein Viertel haben wir schon. Vielleicht müssen wir diesmal die Köpfe gar nicht abhacken. Das wäre sehr gut, weil der letzte Kopf war immer so nervig. Einmal getroffen. Und das Schild ist... Quatsch, der Ring ist echt super mit dem durchgehenden Ausdauerregeneration. Gerade als Tank-Klasse mit dem Schild. Weil ich das Schild ja durchgehend oben haben kann und mir keine Sorgen um die Stamina machen muss. So, warum bist du jetzt rückwärts gegangen? Das finde ich unfair. Komm mal wieder näher ran, genau. Dann hauen wir jetzt. Ja, komm, beiß mich. So, da ist ein verlockender Hals. Rauf, rauf. Dreimal getroffen. Sehr gut. Nochmal. Sind bei 60%. Au. Trägen wir denn das Schild wieder in die Hand? Schild wieder in die Hand. Na komm. Warum habe ich jetzt Schaden genommen trotz Schild? Das ist sehr komisch. So, Schild hoch. Und das geht wieder weg. Komm hier ran. Komm hier ran. Hier kann ich noch hingehen. So, wenn ich dich jetzt nicht... Wie lange haben wir letztes Mal gegen die Hydra gekämpft? Ich glaube, das waren 20 Minuten am Stück. Das kriege ich hin. Das werde ich toppen können. Ja, werde ich definitiv toppen können. Ich hole gleich den Bogen raus und schieße mit einer Schaden auf dich. Genau, komm wieder ran. Ah! Erster Kopf ist weg. Ach du Kacke. Nein. So. Nö, ich glaube, das war nur der Sand, den ich getroffen habe mit dem Crunch-Geräusch. Hey, ich habe ihn getroffen. Was? Das war ja kein Angriff, oder? Da. War in Texter. Ich hätte echt einen Magier spielen sollen. Hätte ich jetzt einfach ausgewichen und in der Phase würde ich einfach nur draufhauen auf den Rumpf. Mit irgendwelchen super starken. Oh, das Loop links. Irgendwelchen super starken Zaubern. So, da ist ein Kopf. Da. Ich hätte vielleicht mein Hackschlangenschwert nehmen sollen. Ja, ja, einmal getroffen. So toll. Aber hey, er ist auf 30% rum. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht alle Köpfe abhacken müssen. So, nimm das. Ich hab keinen Bock mehr. Naja, du mich auch. Ich schieße einfach weiter auf dich. So, und als Magier hätte ich wahrscheinlich jetzt 500 ziehen mit jedem Schuss. Geht hoch. Jo. Ja, ich tacker weiter. Ich habe wie viel Schuss? 106. Alles kein Problem. Geht definitiv schneller als ewige Köpfe zu treffen. Piu.
Pew. Er ist echt gleich tot. Das ist ein sehr komischer Boss. Also wenn ihr den zum ersten Mal oder jetzt hier zum zweiten Mal macht, einfach Fernkampfwaffe und gib ihm. Oder ihr stellt euch geschickt an, was das Köpfetreffen angeht, aber ich finde das sehr komisch. So, tot. Streikkolben. Ich bin ein ehrenhafter Paladin, ich folge keinen Brüsten und ich benutze keine Fernkampfwaffen. Stimmt, Drachensteine. Wir haben jetzt schon ein paar davon gefunden und auch diese Dämonen-Titanite. Aber wir haben noch keine Waffe, die wir dann aufstufen können. Vielleicht diese dämonischen Waffen, die ich ja nicht benutzen will und deswegen auch nicht aufstufen werde, kann, wie auch immer. Und noch ein Drachenstein. Aber Drachenwaffen, davon haben wir noch nichts gesehen. Da haben wir noch keine Glut für gefunden. Und was ist das da für ein Riesending? Ist das ein Treibgut oder ist das Viech? Ist Holz, okay. Hinten in der Ferne sehe ich noch mehr Loot. Ah, und noch mehr Loot. Bestimmt noch ein Drachenstein, oder? Jo. Ich kann hell sehen. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn ich bei Spielen normalerweise sagen kann, was ungefähr als nächstes passiert, dann... ist, also, gerade jetzt beim Originalspiel. Beim Originalspiel wurde ich so oft überrascht, das ist nicht mehr feierlich. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für ein Spiel. Das Addon anscheinend? Na, mal gucken. Also wenn ich jetzt noch öfters vorausberechnen kann oder voraussagen kann, was passiert, dann hat das Entwicklerstudio gewechselt beim Addon. Bisher haben sie copy-pasted und Texturen verändert. So, auch die Viecher hier haben jetzt eine andere Farbe bekommen. So, habt ihr auch Funkeltitanit? Ja. Also theoretisch hätte man so eine sehr, sehr frühe Möglichkeit, an Funkeltitanit zu kommen. Das heißt, man geht einfach nur in die Schandstadt da runter. In der Schandstadt selber unten bekommt ihr schon die großen Brocken, um die Waffen aufzustufen. Und hier kommt man gleich an Funkeltitanit für die extravagantere Ausrüstung. Au. Ein Schlag, zwei Schlag und wir sind dran. So. Heilung. Läuterungsstein. Also wir können jetzt so oft verflucht werden, wie wir lustig sind. So, wo geht's da rein? Da vorne. Da. Aber es ist dennoch sehr interessant und sehr episch. Ich habe die weiße Tür zum Gottwerden schon fast vergessen. Da ging es rein. Wo geht's hier außen rum? Oh. Okay. Der Baum sah zwar episch aus, aber es scheint nicht das Zentrum zu sein. Es geht dahinter auch noch weiter. Was haben wir denn hier? Glubschaugen. Oh. Oh ja, schön weg vom Nebel. Weg mit dir. Ah, Bud Spencer Pilz. Weg vom Nebel. Au. Roll dich weg. Die sind garstig. Heilung. Lass ihn rauskommen, lass ihn rauskommen, dann gehst du rein. Aua. Lauf. Gut. Heilung. Und hoch. Und Heilung. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Nee, wir kamen aus dem anderen Baum. Das ist nicht... Oh. Das ist nicht der Baum, wo wir runtergekommen sind. Das da sieht aus wie ein Secret. Komm, das teste ich. Ah.
Und das wird der Loot oben sein, den wir gesehen haben. Von unten. Ja. Verstärkte Zauberbarriere. Oh, und er ist im Weg. Das ist jetzt nicht so gut. Genau, rutsch runter. Wir rutschen hoch. Alles gut. Alles gut. Ich frage mich, wie sich das jetzt in die Story einfügt. Wir haben ja schon alle Herrscherseelen. Das heißt, es gibt hier nichts wirklich von Interesse. Außer bessere Ausrüstung vielleicht zu bekommen oder einfach nur eine Herausforderung. Also irgendein ganz starker Boss zum Beispiel. Vielleicht irgendwelche NPCs, die wir wieder treffen könnten. Wüsste ich jetzt so, aber tut auch nicht wen. Der Magier ist immer noch im Archiv wahrscheinlich. Der Lehrling wollte seinen Meister suchen gehen. Das heißt, man könnte theoretisch auch irgendwann mal im Archiv da vorbeigehen und gucken, ob der Lehrling angekommen ist. Wenn er nicht angekommen ist, wird er irgendwo wieder verschollen geworden sein. So, was haben wir da hinten? Noch ein Baum, ja. Also es sind schon mal sehr lange Laufwege. Was ja eigentlich ganz okay ist und so. Und es sorgt auch für Stimmung auf jeden Fall. Oh, was ist das da? Ein Drache. Mit Flügeln davor. Jupp. Und ein Leuchtfeuer. Also bist du kein Boss? Zu dem immerwährenden Drachen beten. Eid leisten? Nö. Ich hab grüne Wehr. Das reicht mir. Er hat einen Schwanz, wir könnten ihn abhacken. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ist jetzt die Frage, du bist nicht inhärent böse, oder? Ich weiß es nicht. Die Tochter des Chaos klingt auch nicht so nett, aber sie hat dann auch nicht sofort angegriffen. Und das war's? Also ja, hier ist ein neues Gebiet gewesen, wo man ein bisschen an einem Baum rumklettern konnte. Und eine Hydra töten. Nö, ich will nicht zum Drachen beten. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal dem weißen Pfad zu folgen als Paladin. Und dann Gwynevere. Und ich will jetzt nicht einem komischen Drachen folgen. Also teleportiere ich mich zur Kammer der Prinzessin und guck mal, was sie zu sagen hat, jetzt wo die Tür offen ist. Und danach müssen wir gucken. Also von dem Addon-Gebiet bin ich ein wenig enttäuscht. Es kann gut sein, dass ich da was übersehen habe, aber das könnt ihr dann ja in die Kommentare schreiben, ob dem so ist oder nicht. Und dann werde ich überlegen müssen, mit euch zusammen, was man noch so machen könnte, bevor man durch die Tür geht. Auch wenn ich echt scharf drauf bin, durch die Tür durchzugehen. Hallo, Holdemaid. Reden. Ja, nichts Neues. Oh, schade. Du hast den Eid bereits geleistet, ja. Nee. Gut. Ja, wir gehen hinfort, Erwählter und Toter, der wir sind. Und überlegen erstmal. Das heißt, ich werde jetzt eine Pause einlegen. Mit aufnehmen, bis ihr quasi aufgeholt habt. Und dann warte ich ein, zwei Tage, dass ihr Zeit habt zum Kommentieren. Und dann muss ich gucken, was ich mache. Entweder gehen wir durch die weiße Tür und haben dann einen Point of No Return. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich denke, es wird noch einen Endkampf geben. Aber wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun dahinter. Hier vorne zu tun. Mir fällt noch der Drache ein, der uns schon so oft geröstet hat. Aber wir sind kein Fernkämpfer, also weiß ich nicht, wie gut das klappt. Wir haben noch
die Frau im Gemälde, obwohl ich mit diesem Charakter die nicht töten will, weil sie uns nichts getan hat. Ich wollte ja eigentlich ein netter Typ sein. Es gab da ein, zwei Zwischenfälle, die nicht ganz so liefen, wie es geplant war, aber eigentlich will ich ein netter Typ sein. Und sonst wüsste ich nicht, wo wir noch weitermachen können. Also liegt's an euch. Wenn ihr nicht irgendwas findet, was ihr noch machen könnte, sollte, was auch zum Charakter passt, dann werde ich in der nächsten Folge durch die Tür gehen. Also bis dann.